Heute geht es in erster Linie um diesen fluffigen Biskuitboden. Ich finde ihn einfach mega. Deswegen, egal was ihr damit macht, ob jetzt meine Variante, es geht wirklich um den Boden. Ihr könnt ihn auch vorbacken und zum Beispiel in einem lassen und dann oben irgendwas Separates drauf machen. Einfach Biskuitboden und dann einsetzen, wie ihr wollt. Die Zutaten und Mengen stehen ja unterm Video in der Infobox. Ich habe jetzt erstmal Eigelb und Eiweiß getrennt und wir schlagen jetzt erstmal unser Eiweiß auf. Jetzt geben wir dazu einmal Vanillezucker, normalen Zucker und etwas Zitronensaft und das verrühren wir nochmal. Jetzt haben wir hier unsere Eigelbe drin, dazu geben wir jetzt einmal Milch und neutrales Öl und das verrühren wir. Jetzt siebe ich gerade Mehl und Backpulver mit rein. Das tun wir wirklich nur kurz miteinander verrühren, bis sich alles miteinander verbunden hat. Und jetzt heben wir einfach vorsichtig unser Eischneegemisch unter. Jetzt geben wir das in unsere Form. Die Umrechnungstabelle habe ich auch verlinkt, falls ihr eine andere Form nehmen wollt. Und der Ofen ist jetzt vorgeheizt auf 155 Grad Ober- und Unterhitze. Und ich habe ja gesagt, eigentlich geht es mir ja jetzt um den Teig. Wie ihr den dann verarbeitet, ist ja, darum geht es mir in dem Video gar nicht zwingend, deswegen habe ich jetzt einfach hier Flau. Da gebe ich ein bisschen Zucker drüber und Zimt. Und das stelle ich jetzt mal mit in den Ofen. So, der Boden war jetzt zwischen 35 und 40 Minuten im Ofen und ist jetzt abgekühlt. Und jetzt schneide ich den einfach hier so in der Mitte durch, so einen Zentimeter tief ungefähr. So, jetzt habe ich hier einen Faden. Den gebe ich jetzt einfach hier in das eingeschnittene rein. Dann hier über Kreuz lehnen und dann einfach durchziehen. So, und dann haben wir hier unsere ganz soften Biskuitteig. Der ist wirklich, oh, ihr seht es ja, richtig soft. Zur Schlagsahne gebe ich jetzt einmal Vanillezucker. Die ist bei mir zum Teil etwas fest, weil ich den Kühlschrank zu kalt habe. Und ich gebe Sahnesteif dazu. Und das verrühren wir. So, jetzt geben wir hier mal einen Teil von der Sahne drauf. Dann habe ich jetzt hier die Pflaumen. Ich habe die einfach so lange mit im Ofen gelassen, so lange wie das andere auch im Ofen war. Und dann habe ich sie jetzt einfach in den Sieb gegeben, damit wir nicht zu viel Flüssigkeit haben. Ich mal gucken, dass ich die ungefähr gleichmäßig verteile.
So, und ich habe jetzt extra nämlich einen Löffel, weil ich wollte mal zeigen, wie weich das eigentlich hier durchgeht. Das ist so ein genialer Teig. Richtig, richtig fluffig. Ich finde ihn mega. Deswegen gibt's nichts weiter zu sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!